Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Für uns ist es jetzt endlich soweit. Wir tauchen so langsam in die Welt der Kriminalistik ein. Hier an der Hochschule werden wir ja schutzpolizeilich und kriminalpolizeilich ausgebildet und genau damit haben wir vor einigen Wochen begonnen, und zwar in der Vorlesung Vernehmungslehre. Wir hatten dazu jetzt auch schon ein Seminar, an dem wir nochmal so die wichtigsten Eckpunkte besprochen haben. Wie bereitet man eine Vernehmung vor? Was muss ich alles zu den Personen wissen? Was frage ich? Wie läuft es ab? Es gibt also verschiedene Phasen. Genau damit haben wir uns beschäftigt und ja, heute ist der große Tag der Übung. Wir werden gleich vernehmen. Deswegen hängen hier an der Tür schon die Zettel. Achtung, laufende Vernehmung, bitte nicht stören. Wir haben vorher eine Rotakte bekommen, also die Ermittlungsakte, in der alles zusammengefasst ist zum Sachverhalt. Ja, und sozusagen den Einsatzbericht von den Kollegen vor Ort, die alles aufgenommen haben. Es ging hier um einen Raub. Und dazu werden wir die Zeugin, also die geschädigte Zeugin sogar, die dabei verletzt wurde, vernehmen. Ja, wir sind super aufgeregt, es ist unsere erste Vernehmung. Wir haben jetzt erst gelernt, wie das geht. Und sind gespannt, was wir alles rausfinden werden. Ihr seid wie immer dabei. Dann nehmen Sie gerne Platz, wo Sie möchten. Gut. Einfach hier Platz nehmen. Genau. Können Sie sich erstmal wohl hinsetzen. Sollen wir die Jacke abnehmen vielleicht? Danke, ich hänge die über den Stuhl, wenn das in Ordnung ist. Sind Sie dann schon bereit, mit uns darüber zu sprechen? Sie haben ja doch schon gesagt, Sie sind ein bisschen aufgeregt. Ist das ja. In Ordnung für Sie? Ja, das ist in Ordnung, doch, ja, natürlich. Ja, ist ehrlich gesagt auch super, weil je kürzer die Entfernung ist, je besser sind natürlich auch die Informationen, an die Sie sich erinnern können. Okay. Aber wenn Ihnen irgendwas schwerfällt oder auch Sie eine Pause mögen zwischendurch, dann würde ich Sie bitten, uns das einfach mal zu teilen. Gut, danke. Waren Sie denn schon mal bei einer polizeilichen Vernehmung? Nee, das ist das erste Mal. Die erste. Genau. Okay, ja, vielleicht würden wir Sie dann einmal kurz über den Ablauf aufklären, dass Sie wissen, wie das überhaupt hier läuft. Ja. Wie gesagt, kommen Sie erstmal an. Dann läuft es grundsätzlich so ab, dass Sie einmal nochmal Ihre Personalien abgleichen. Die hatten Sie auch den Kollegen vor Ort schon gegeben. Genau. Das ist eine Formale, dass wir das hier auch nochmal machen. Mhm. Dann haben Sie natürlich einige Rechte, aber auch Pflichten, über die werden wir Sie belehren. Das gehört auch immer dazu. Und dann würden wir Sie bitten, das ist ganz wichtig, dass Sie nochmal das ganze Geschehen von vorne bis hinten schildern, zu gegebenen Zeitpunkt. Lassen Sie da auch am besten nichts weg, also es kann echt alles wichtig sein, auch was für Sie vermeintlich unwichtig ist. Ja. Genau, und nachdem Sie erzählt haben, haben wir vielleicht noch ein paar Fragen, die wir gemeinsam klären. Und dann ist es so, dass wir am Ende nochmal alles zusammenfassen werden. Sie können überlegen, ob Ihnen spontan noch irgendwie was gekommen ist. Mhm. Auch so, wenn irgendwie eine Frage bei Ihnen was auslösen sollte, dann können Sie gerne auch nochmal springen in Ihrer Schilderung. Ja, und am Ende ist es immer so, dass wir schreiben jetzt sozusagen mit die ganze Aussage. Mhm. Unsere Computer sind heute leider ausgefallen, wir werden das auf die analoge Art und Weise tun. Okay. Dann lesen Sie sich einfach nochmal alles durch mit Ruhe, können überlegen, ob noch irgendwas korrigiert werden muss, das ist natürlich in Ordnung und auch gewünscht. Okay. Dann beschreiben Sie am Ende alles und dann haben wir es eigentlich auch schon geschafft. Gut. Wir würden uns jetzt einfach gerne mal ein Bild von dem ganzen Geschehen machen. Dafür wäre es wichtig, dass Sie gern schon mit dem Weg zum Einkaufen anfangen, also wie Sie gestartet sind, also sowas. Und dann erzählen Sie einfach mal alles, was Ihnen dazu einfällt. Wie gesagt, wie ich vorhin schon gesagt habe, ruhig wirklich alles, was Ihnen irgendwie in den Sinn kommt. Das ist super wichtig für den Fortlauf der Ermittlungen. Wir würden Sie da auch gar nicht unterbrechen und einfach mal überlegen und erzählen lassen. Okay. Alles zu dem Geschehen. Gut. Zu dem Raub auf dem Deckel. Eigentlich meistens hier so da hinten. Genau, okay. Würden Sie denn sich zumuten, angenommen, wir haben jetzt irgendwann einen Tatverdächtigen ermittelt, den auch wiederzuerkennen, so aus der Situation? Oder sagen Sie, oh nee, hat es so schnell gegangen? Also, naja, ich weiß nicht, wenn ich ihn sehe, vielleicht erkenne ich ihn wieder, aber
So, jetzt, dass ich sofort sage, der ist es, ja, kann ich Ihnen nicht sagen. Vielleicht nochmal zu Ihrem Erleben danach. Sie haben jetzt schon gesagt, Sie trauen sich nicht so richtig einkaufen zu gehen oder alleine unterwegs zu sein. Beschäftigt Sie das noch oft? Definitiv, ja. Es ist halt irgendwie so, ja, man fühlt sich jetzt irgendwie ein bisschen unwohl, wenn man immer wieder Angst hat, dass da irgendwas passiert. Und man guckt jetzt auch doch irgendwie ganz anders. Ja, wir hatten nämlich nochmal, ich weiß nicht, ob die Kollegen Ihnen das vor Ort schon gegeben haben. Sie haben ja auch einige Anlaufstellen, die Sie vielleicht nutzen können jetzt als Verletzte. Es gibt da so Organisationen wie der Weiße Ring, der sich zum Beispiel auch noch so ein bisschen nachbetreuend darum kümmert, dass Sie vielleicht nochmal mit jemandem Außenstehenden darüber reden. Vielleicht gibt es, also es klingt jetzt schon sehr so, als wären Sie ein zufälliges Ziel gewesen. Vielleicht nimmt Ihnen das so ein bisschen die Angst, dass Ihnen da irgendjemand weiterhin noch auflauern könnte. Ja, und wenn Ihnen noch irgendwas einfällt, würde ich Ihnen auch mal immer noch mal unsere Daten mitgeben und die Tagebuchnummer, auf die Sie sich dann zurückwenden. Super, danke. Also die Tagebuchnummer, da können Sie einfach sich bei der Dienststelle bei uns melden, können dann sagen, das ist quasi die Fallnummer, die geben Sie an und dann wird der Ermittlungsstand Ihnen weitergegeben. Dann wissen Sie, wer zuständig ist und wer schon im Stand ist. Gut, ja, dann möchten wir uns richtig gern bei Ihnen bedanken für Ihre Mitarbeit, auch dass Sie es nochmal durchgezogen haben, Sie haben so viel zurückgeändert haben und hoffen natürlich, dass sich alles zum Guten wendet und wir schuldig dann ja jetzt in dem Fall sogar dann ausfindig machen können. Ja, das wäre gut, ja. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal oder bis zum Anruf. Ja, danke. Wir sind jetzt fertig mit der Zeugenvernehmung, müssen das Ganze noch verschriftlichen und das wird wahrscheinlich eine ganze Weile dauern. Oh ja, das Ganze hat echt so gut wie eine Stunde gedauert, also einige Zeit, und wir werden versuchen, das jetzt alles nochmal so aufzuschreiben. Es hat uns mega viel Spaß gemacht, heute mal so kriminalpolizeilich zu arbeiten, und wir hoffen, dass ihr auch Spaß hattet beim Zugucken. Und sagen wie immer, bis zum nächsten Mal.